So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Nicht wundern, dass ich jetzt schon hier am Karussell draußen stehe. Das hat einen Grund, denn meine Facecam ist mal wieder abgekackt und ich hatte schon hier so ein Stück aufgenommen. Und genau hier an dieser Stelle, ist es passiert, ist die Facecam abgeschmiert und deswegen muss ich das Ganze neu aufnehmen. Ich kann kurz erläutern, was passiert ist. Also viel ist nicht passiert. Ich bin rausgekommen, dort haben sich ein paar Häuser nach unten bewegt. Und dann hat er gesagt, das einzige Haus, was noch intakt ist, ist wohl die Klinik. Und die Klinik, ich weiß nicht, kann man es sehen? Ich glaube, da hinten, wo es so leuchtet, jetzt links am Bildschirmrand. Das hat diesen beleuchteten Spot, was wir damals in Folge, ich entsinne mich, Folge 3 oder 4 war es gewesen, wo wir es gesehen haben, wo ich gesagt hatte, das ist ein Leuchtturm. Das ist gar kein Leuchtturm gewesen, sondern das ist die Klinik. Das war die Klinik gewesen, das haben wir damals natürlich nicht erkennen können. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Folge 44 mittlerweile schon, The Evil Within. Und es werden noch ein paar weitere Folgen kommen, denn ich habe mich schlau gemacht, wie viele Kapitel es doch wirklich gibt. Es sind nämlich insgesamt 15 und wir befinden uns momentan in Kapitel 11. Also gibt es wahrscheinlich noch 4? Ja, gut gerechnet, Flex. So. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich werde mal die Waffe ziehen. Sicher ist sicher. Nicht wahr? Black Hair. Cheers. Der neue Horrorfilm jetzt im Kino. So, dann schauen wir mal. Aha. Da kommt schon die Scheiße raus. Verdammter. Huch. White Fog. Jetzt neu im Kino. Ich komme gerade ein bisschen vor wie bei, wie hieß dieses Spiel nochmal, was für die PlayStation 3 gab? Dieses... Ach, Live. Irgendwas mit der Live war das gewesen. Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Ihr wisst es bestimmt. Es gab damals als Download-Titel für die PlayStation 3. War ein richtig cooles Spiel. Man hatte auch so Ausdaueranzeigen und sowas. Da muss man auch durch so eine postapokalyptische Nebelstadt laufen und so. Das war richtig cool. Irgendwas mit Alive war das gewesen. Ich krieg's aber... Ja. Bus fahren. Busfahren ist nicht so mein Ding. Ich fahre lieber Bahn, bin ich ganz ehrlich. So, und ich muss mal ein wenig... Ich hatte mal schon vorher geguckt, wie ich mal wieder in die Steuerung reinkomme, weil ich hatte eine längere Aufnahmepause, was es angeht, weil ich ja viel Far Cry gespielt habe und damals ja The Crew, und das ist schon wieder das Save, wenn ich das richtig sehe. Was sollen wir jetzt hier? Komme ich hier irgendwo weiter? Huch, nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mich nochmal ducken. Sollen auf jeden Fall hier irgendwie lang, aber die Frage ist doch... Die Frage ist, wo komme ich denn hier weiter? Kann ich hier die Tür... Wie kommt... X drücken, nicht vergessen, Reflex. X drücken, wohlgemerkt. X. So. Ja, dann... Jetzt wird es schon wieder ein wenig gruselig. Mensch, wie hieß denn das Spiel nochmal? Ich komme nicht drauf. Oh, da ist... Oh, da möchte ich rein. Wie komme ich da rein? Irgendwas mit Alive. Ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, das hieß sogar Alive. Ich glaube, da gab es gar keinen Nebentitel oder so. Ich glaube, es hieß, er läuft ohne alte Jukebox. Und ich höre Gegner. Mann, mach das scheiß Menü zu! Die Jukeboxen sind heutzutage schweineteuer, wenn man mal guckt. Also, die kosten richtig Schweinegeld, so Jukeboxen.
Also mindestens 2000 muss man mindestens hinlegen dafür, um die zu kaufen. Oha, Gel. Aber ich finde solche Jukeboxen richtig geil. Also, Nein, neuen Gegenstand erhalten. Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuerte durchschlagendes, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Wir hatten schon lange keine neue Waffe mehr bekommen. Ich dachte eigentlich, dass wir nur den Revolver... Anscheinend ist es nochmal extra Munition. Schade eigentlich. Okay, ich dachte, das ist der einzige Revolver, den wir haben. Slender? Bist du es? Und ein neues Kartenfragment. Kartenfragment 21. Von 5, die wir liegen gelassen haben. Was wollte ich sagen? Genau, Jukebox. Wie gesagt, also Jukebox. Ich hätte auch gerne eine Jukebox. Weil da kann man so schön so die Lieder reinpacken. Und es sieht richtig toll aus, so beleuchtet aus. Und die waren ja früher so in ich glaube, 60er, 70er war das richtig in, diese Dinger. Und die konnten richtig was. Also die haben richtig geil und stylisch sind die auch. Na, wo bist du denn? Da steht ein LKW am Abgrund. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Das ist nicht gut. Aber wir sind voll mit Munition und wir haben... Da war mal ein Gang. Und jetzt sind auch komischerweise die Geräusche weg. Ich weiß nicht, ob man das hätte beeinflussen können. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Wohlgemerkt mal eben kurz zurück zur Theorie, was das Spiel angeht. Nein. Ludwig sagte ja in... War es letzte Folge oder war es davor? Dass er mit uns Dinge tun wird. Weil wir wohl eher dafür geeignet sind. Ich habe doch immer noch die Vermutung, dass... Klaustrophobie. Nein. Ich habe immer noch die Theorie, dass wir immer noch in der Klinik sind und angeschlossen sind an der Maschine. Nicht, dass wir gleich rennen müssen. Wie gut, dass wir unser Medikit gespart haben, unser großes. Das ist ja geil. Und wir haben so viel Haargel, wir können gleich wirklich aufpowern, wenn wir mal einen Speicherpunkt finden sollten. Ich höre einen von den Zombies. Ich gehe mal wieder in die Schleichoption. Ich glaube, jetzt werden wir sie... Was haben wir denn da? White Fox Zoom Bomb. The Chapel. Black Lie? Black Hate? Ne, Black Hair. Whoa! Feuerwehrmann! Ein Feuerwehrmann! Mit einer Maske auf! Nein! Boah. Ich hab... Boah, was verträgt ihr denn? Was? Nein, mach doch. Alter, wie viel verträgt er denn auf seiner Maske? Die Maske geht ja gar nicht kaputt. Ich glaube, wir sollten doch mal den neuen Revolver ausprobieren. Vielleicht, durchschlägt er die Dings doch eher. Die Masken. Ich werde mal eben den alten nachladen. Ach, geht gar nicht. Wir haben 8 Schuss. Naja.
Oh. Hallo, mein Freund. Na? Was suchst du denn? Da liegt auf jeden Fall was, was wir sammeln können. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Tut mir leid. Mein... Du musst sterben! So. Ich glaube, wir müssen über das Auto, kann das sein? Ich schaue nochmal eben kurz hier hinten. Oh mein Gott, wie viele hier sind. Das erinnert jetzt unheimlich auch wieder an Resident Evil. Aber wie kommen wir denn darauf? Hallo? Ach, bestimmt hier rüber klettern, oder? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Yeah. So, wo ist der nächste? Nächste Kandidat? Wie gut, dass wir in kritischen Schaden investiert haben. So, jetzt können wir nämlich ganz genüsslich hier... Was ist das? Ist das eine Falle? Okay, die Tür ist eh zu, da kommen wir gar nicht hin. Hm. Ich will mal schauen, ob da irgendwas liegen lassen. Oh. Der sah ein bisschen anders aus wie die normalen Zombies, ist ja auch egal. So, da hinten ist irgendeiner am Schlemmern. Horst Schlemmer. So, dann gucken wir mal, ob der eine hier auch nochmal was liegen gelassen hat. Oh nein, komm. Das hat er nicht gehört. Nein. Ich habe nur direkt neben ihm geschossen. Und Granaten. Wir haben ja so viele Granaten auch verbraucht bei dem Endgegner wohlgemerkt. Bei dem Riesen... Keine Ahnung, Machi-Typen, was auch immer das war. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mir fällt gerade kein Name zu dem ein, weil der aus allen irgendwelchen x-beliebigen Körperteilen bestand. So. Haben nichts liegen gelassen, sind beide tot. Hier oben lag, glaube ich, noch Munition. Ja, genau. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, wie wir auch den anderen Revolver pushen. Das ist natürlich jetzt auch geil, dass wir jetzt, Moment, ich würde gerne da rein, aber wie kommen wir denn da rein? Ich dachte, da oben müssen wir... Kann das sein, dass wir... Ich werde mal drauf schießen. Ne, da passiert nichts, okay. Kann das sein, dass wir da nochmal hinkommen? Vielleicht? Weil wir kommen ja da so eh nicht rein jetzt gerade. Ich versuche mal hier rüber. Oh, hier liegen noch Shotgun-Shells. Die nehmen wir noch mit. Wechsel mal wieder auf den Revolver. Okay, hier kommen wir eh nicht lang. Und hier war nur so ein Alternativweg, glaube ich, zu dem Kumpel, der da unten war. Mich würde echt interessieren, wie wir da raufkommen. Oder beziehungsweise durch die Tür, weil da lagen echt noch ein paar Sachen. Was? Den haben wir erledigt. Alter, geht sterben. Geht sterben. Geht sterben. Geht sterben. So. Ja, da guckt ihr, ne? Was? Oh. Dann probieren wir mal den anderen Revolver aus, wenn wir schon einmal dabei sind. Oh. Was, der ist noch nicht tot? Oh, ist der geflogen. Alter Finn, ist der geflogen. Okay, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was verbraten an Munition. Soll mir egal sein, dafür
können wir ein wenig... Lach hier nicht noch gerade Gehirnmasse? Ich glaube nicht, ne, oder? Ich, fängt schon wieder an zu jucken. Aber irgendeiner hatte doch Gehirnmasse. Ah, hier, ja, sehr schön. 1000, boah, krass. Aber jetzt kommen wir, jetzt hat sich die Frage auch erübrigt, wie wir durch die Tür kommen. Oh, ach, wir haben genug Streichhölzer. Dem Braten traue ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil der genau neben etwas liegt, was wir gebrauchen können. Sicher, sicher. Und dann können wir auch die Streichhölzer mitnehmen, zumindest eins davon. Altmodischer Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Was? Wie seit wann haben die MGs? Was? Wieso? Wieso klettern die? Seit wann haben die NGs die... Ah, mir juckt voll mein Auge. Will er mich verarschen? Okay, man kann mit dem großen Revolver auch nicht durch die Masten schießen. Dafür fliegen sie gut. Wohlgemerkt. Aua! Was denn? Wieso brennt der nicht? Doch nicht. Wieso? Ich schnall gerade nicht, warum. Haben wir unser Scharfschützengewehr eigentlich nachgeladen? Ich glaube ja. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Okay. Wir haben ein wenig an Leben verloren, weil die Stille ganz schön hart ist. Und ich mir nicht sicher bin, wie wir jetzt hier weiterkommen werden, weil es doch ganz schön knifflig gerade ist. Wir haben noch eine Spritze, wir haben noch zwei Erste-Hilfe-Koffer. Mein Gott, sind wir hier gut ausgerüstet. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Und das vermag heißen, dass wir in einer weiteren Folge, also morgen um 17 Uhr, wenn ihr wieder einschaltet, wir definitiv eine Menge Spaß haben werden mit den Kollegen, die jetzt, ja, Sturmgewehre haben, beziehungsweise auch im Gieß. Und ihr solltet definitiv morgen wieder einschalten, 17 Uhr, The Evil Within, Folge 45 dann, und dann seid ihr wieder dabei. Also, macht's gut. Tschüss.